Klar, Herr Wintela, wir haben schon gehört, die Auslosung kommt dir sehr zugute, denn gegen Bilbao hast du schon mal 2 Tore geschossen. Also ist Schalke so gut wie gut. Ja, das stimmt, ja. Ich habe einmal gegen Bilbao gespielt. Dann haben wir mit der Mannschaft gut gespielt. Aber es ist, ja, ich denke, eine schwierige Mannschaft. Haben gute Spieler. Ich hab das Spiel gesehen gegen Manchester auswärts. Und das war ein super Spiel von Bilbao Seite. Die haben natürlich einige gute Spiele und ja, soll nicht einfach sein. Ich wollte gerade sagen, wie stellst du die Chancen ein für euch? Ja, Chancen, weiß ich nicht, davon habe ich noch nicht so über nachgedacht, aber was ich sage, das ist eine gute Mannschaft und das ist abhängig von, wie das erste Spiel verläuft. Was weißt du sonst noch über Bilbao? Ist es schlecht, dass ihr zuerst das Heimspiel habt? Vielleicht kann gut sein. So. Das ist von vorne nicht zu sagen. Natürlich ist es, so, wenn du erstes Spiel auswärts hast, dann kannst du mehr defensiv spielen, mehr auf gute Ergebnisse und dann zu Hause das fertig machen. Aber wenn wir gut anfangen, dann kann das auch ein Vorteil sein. Ja. Christoph Metzelder, Athletic Bilbao, wie sieht's aus? Deine Einschätzung? Du kennst ja auch die spanischen Vereine ein bisschen besser. Gerade im Interview noch gesagt, ich würde mir Bilbao eigentlich wünschen, weil es so die gute Mischung aus Attraktivität ist, aber gleichzeitig natürlich auch die Chance für uns, auch weiterzukommen. Gegner, der ja ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal hat, nämlich nur mit baskischen Spielern zu arbeiten, also wirklich bewundernswert, die gerade in den Heimspielen sehr offensiv spielen, mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Tempo auch, also ein wirklich schwerer Gegner. Die Spiele gegen Manchester gesehen? Zum Teil gesehen und klar, wenn man sich unsere Vergleiche im letzten Jahr mit Manchester anguckt, dann ist es schon enorm, dass wir es geschafft haben. Wie schätzt du denn die Chance von Schalke ein? Ja, wir haben natürlich die größere internationale Erfahrung, auch letztes Jahr mit dem Erreichen des Halbfinals in der Champions League. Bilbao in den letzten Jahren eigentlich wenig vertreten international. Sie haben den Vorteil, dass das Rückspiel in Bilbao ist, was sehr, sehr schwer ist. Das Stadion dort und die Spiele dort, die Atmosphäre. Ich denke, es ist ja auch gängig. Ich wollte gerade sagen, du kennst das Stadion vor Ort. Wie müssen wir uns vorstellen, die Atmosphäre da? Ja, ich habe mit Real Madrid dort gespielt und das hat ja dann auch einen politischen Charakter zwischen Baskenland und der Hauptstadt Madrid. Also es war nochmal was ganz anderes, was ganz Besonderes. Aber klar, für Bilbao ist es ein großer Erfolg. Das Viertelfinale der Europa League und dementsprechend wird die Stimmung dort auch sein. Die Kollegen? Dankeschön. Wie ist denn die eigene Bilanz dann gegen Bilbao? Von mir persönlich? Ja? 5-2 gewonnen. Ich glaube, Hand hat sogar 2 Tore da jetzt gemacht. Also nicht so schlecht.